is born. Liebe Zuschauer, David Tomaszewski, Ihre Show, Gratulation. Dankeschön. Ich fand sie außerirdisch, ich fand Vielen Dank. Progressiv. Genau, ich hätte fast gesagt Future World, aber Sie können es vielleicht viel besser beschreiben. Ja, also das ist so ein skurriler Mix zwischen Klassik und futuristisch und Back to the Roots. Ja, viele machen ja Klassik und moderne Technik. Ja. Technik war es jetzt nicht, aber es war trotzdem auch trotzdem sehr weiblich und sehr feminin. Ja? Also mein Leben ist den Frauen gewidmet, deswegen immer an die Weiblichkeit denken. Wo sind denn Ihre Wurzeln? Und wenn Sie das jetzt mit damals vergleichen, wo wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben, bis heute, welche Entwicklung haben Sie denn durchgemacht? Oh mein Gott, ich entwickle mich jeden Monat neu. Die Firma verändert sich. Ich glaube, ich bin ja in Danzig geboren. Ich hatte das Glück, dass ich ja viel reisen dürfte. Ja. Und ich glaube, ich sehe mich als globaler Mitglied der Gesellschaft. Ja. Und ich versuche immer, alle Einflüsse, die mich so bewegen oder ich sehe, in meine Kollektion unterzubringen. Ja. Im Wandel der digitalen Zeit, das lässt ja keinen Designer unberührt. Ja. Wie hat die digitale Zeit, das digitale Zeitalter oder die Technik auf Sie Einfluss genommen? Werden Sie sich noch mehr auch in die Technik begeben und eine Symbiose vielleicht aus Kunst und Design und Technik schaffen? Seit eineinhalb Jahren bin ich ja so ein aktiver Instagrammer und es macht wahnsinnig viel Spaß, den Menschen da draußen zu zeigen, wer ich bin, was ich mache, was ich kann. Ja. Und ich glaube, da bin ich nahbarer in allen Leuten da draußen und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich sagte auch immer so schön, vor der Show oder nach der Show ist vor der Show. Ja. Was ist jetzt geplant, wie man sich weiter aufstellen? Das war ja heute hier Berliner Salon, sehr urban und normalerweise war es ja immer sehr elitär, auch im E-Werk. Ja. Wird man Sie jetzt zweckentfremdet in anderen Locations sehen, dass wir das nächste Mal sagen, vielleicht in einem Hospital oder irgendwo am Einkaufsmarkt? Also ich fand die Location inspirierend und wir wollten dieses Hawaii-Thema ein bisschen auf meine Art und Weise umsetzen. Ja, ja. Deswegen dieses weiße Hawaii-Feeling, Palmen, Korallen und ich habe immer so meine wahnsinnig starke eigene Sprache gehabt und ich versuche immer mehr aus dem Box rauszugehen, das heißt, ich mache immer mehr eigene Geschichten, eigene Initiativen und da kann ich ein bisschen mehr spielen und mehr die Menschen mitzunehmen auf die Reise. Neueste Neuigkeiten, also man hat und bei uns schon sehr lange keine Taschen mehr gesehen. Ja. Wir haben jetzt tolle Collaboration mit Stuffmaker. Ja. Das ist eine vegane Tasche, die wendbar ist. Was machen wir noch? Da kommen ganz viele Sachen, aber wenn ich das sage, es ist keine Überraschung. Begehrlichkeit kann man wecken, aber man darf es noch nicht verraten. So ist was das. Alles kommt, und ich mag nicht überrascht werden, aber ich mag die anderen zu überraschen. Aber so die ist das. Zukunft wird schon inspirierend sein, vielleicht Models mit Leuchtdioden. Also Gottes Willen, also das ist viel zu futuristisch und das ist definitiv nicht David Tomaszewski. Okay. Ich denke immer noch an die Frau, an den weiblichen Kurven der Frau. Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Danke. Gibt es noch etwas, was Sie ankündigen möchten zum Schluss? Naja, oder wo man Sie alle sollen gespannt sein auf den Januar. Okay, auf die nächste Saison. So. Ich bedanke mich, Herr Tomaszewski. Danke Ihnen. Ja? Danke. Schönen Tag. Ciao. Danke.